Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich will mal ein großes Merci an den Claude Hagen, den heute ein aber bisschen technisch macht, ja doch ganz verständlich auch aus dem Rapport resümiert wird. Laut der UN-Konvention, die Gleichstellung von Personen mit einem Handicap promoviert, wird allen Menschen Recht auf Bildung, Information, Recht um all die kulturellen, ökonomischen, asozialen Leben teilzuholen. Das also nicht ein Limit, es geht darum, wirklich halt Grundrechte von Personen mit visuellen Handicaps zu garantieren. Der Marrakesch-Treaty, den wir mit diesem Gesetzesprojekt heute transposieren, trägt dazu bei, dass diese Personen einen Access auf geschriebene, gedrückte Werke kriegen. Das geschieht durch die, an der Gruppe schon genannt, autorisierte Unternehmen, die existent Werke, sie wie Texte oder Partitionen, in einem accessiblen Format zum Beispiel Blandeschrift reproduzieren. Und ich meine, das ist wichtig bei diesem europäischen Text, sie auch grenzüberschreitend diffusieren, ohne dabei Droit d'auteur, wie sie festgeschrieben sind, zu verletzen. Für die Accessibilität von Werken sicherzustellen, müssen die Exemplare und Personen mit einem Defizit angepasst gehen. Dabei muss die Integrität vom Werk aber respektiert gehen, kann also nicht hinter Bimmel wieder ersetzt gehen oder kulturell Werk verändert wird. Das Changement sind also rein technischer Natur, limitieren aber irgendwo Todesrechte, die auch gesagt haben, ich will dann der oder der Form publizieren. Um internationale Plan setzt sich die Welthandelsorganisation für die Rechte ab puncto Schutz vom geistigen Eigentum an. Das gehört nicht dem Wohren- und Dienstleistungshandel zu den Hauptaufgaben von der Welthandelsorganisation an. Und ich werde dich nicht wundern, dass ich als Pirat, du hast du mein Bedenken, und ich meine, dass zum Beispiel ein TRIPS-Akkord zu weit geht. Als hast du zu viel limitiert, und ich meine, gesagt, doch bei diesem Text tun verschiedene Hürden, müsste geholt werden, dass das, diesen Treaty am TRIPS-Akkord nach kommt geholt werden. Es gilt nämlich, den Zugang zu Kultur und Information für jederin zu vereinfachen, weil die Informationsfreiheit ist der Kern von einer demokratischen Gesellschaft. Und da dürfen individuelle Rechte wie Droit d'auteur nicht für den Interesse von der Allgemeinheit, für den Grundrechte auf Information und Zugang zu Kultur gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, autorisierte Unternehmen gehen durch diese Gesetzestexte durch berechtigt, verschiedene Werke also an dem accessiblen Format ausschließlich an die berechtigten Personen zu verteilen. Diese Unternehmen sollen dafür dann auch Publizität machen. Das ist visuell die einzige Möglichkeit, die Bürger haben, zu wissen, dass die Unternehmen einerseits berechtigt sind, das Werke und den Benefizier weiterzugehen, und das ist vielleicht wichtig, dass sie überhaupt am Besitz von diesen Werken als spezielle Formate sind. Es wäre sinnvoll, ein Zentralregister zu haben, wo die Informationen über all berechtigt Unternehmen und auch die Werken, die sie dann auf Stock haben, abgelöscht gehen, für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu gehen, sich selber zu renseignieren, und zwar auf enger Platz und nicht auf einer ganzen Reihe von Webseiten, so wie das zum Beispiel an der Schweiz der Fall ist. An dem Kader deposieren dann noch eine Motion, die genau die Regierung invitiert, für so ein Zentralregister aufzustellen. Merci. Den Echange auf europäischem und auf internationalem Niveau ist wichtig, da man dafür von accessiblen Werken für Personen mit visuellem Defizit garantiert wird. Es harmonisiert ihnen so, um Bandenmarsch die Nutzung von Werken am speziellen Format ohne die Autorisation vom Proprietär von den Autorrechten zu haben. Ich meine, dass das darum ein wichtiger Aspekt von diesem Projekt ist, dass man eben gerade Blanko-Genehmigungen gehen und eben nicht all Chaos für all Land, für all Marché rum müssen mit einem Autor oder mit den Ehe von einem Autor verhandeln. Herr Präsident, für alle Menschen dieselbe Strecke auf Informationen zu gehen und für weltweiten Echange am Interesse von Personen mit einem visuellen Defizit zu unterstützen, stimmen Piratenhaut für dieses Projekt. Es ist nicht merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird der Wirtschaftsminister Franz